Nur heute 20% auf alles im Ravenstore bis 20 Uhr dank Black Friday. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung und kauft euch meinen Merch. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen aus meinem stinkenden Kellerloch. Im Hintergrund seht ihr, meine Freunde, diesen wunderschönen Wald, den ich viel zu wenig benutze. Ich überlege auch gerade, ob es nicht vielleicht einfach geiler ist, wenn ich das Licht im Hintergrund ausmache. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch viel zu aufwendig. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Leute, wir schauen uns heute wieder gemeinsam Revi-Memes an, die Thomas unter stundenlangen Qualen im Internet rausgesucht hat. Und im Hintergrund schreibt mich jemand bei WhatsApp, wahrscheinlich Kelly, dass sie genau jetzt fertig ist, um mir Fortnite aufzunehmen. Nee, es war Stegi, das interessiert mich ein Scheißdreck. Ich würde sagen, wir schließen das einfach mal hier. An der Stelle juckt es mich gar nicht. Und Thomas ist, wie gesagt, wieder auf meinem Reddit und Discord und so weiter und so fort gewesen. By the way, falls ihr noch nicht auf meinem Discord seid, meine Freunde, der Link ist in der Videobeschreibung. Und falls ihr noch kein Merch von mir gekauft habt, es ist Black Friday, meine Freunde. Genau heute, wenn dieses Video rauskommt. Also geht auf jeden Fall hin und kauft meinen gottverdammten Merch. Und es gibt gerade 20% auf alles in meinem Merch-Store. Außer Tiernahrung. Nur für 24 Stunden. Wer da nicht kauft, der ist es selber schuld und wird auf jeden Fall niemals in seinem Leben irgendetwas vollständig zu Ende bringen können. Ich würde sagen, wir lackern lang gar nicht drum rum und gehen einfach mal direkt hin und schauen uns die Revi-Memes an, meine Freunde. Ich mache direkt mal hier eine Liste draus, damit ich nicht erkennen kann, was mich da erwartet. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten lustigen Bild, was ihr für mich erstellt habt. Egal wie albern dein Freund ist, Revis Freund ist Albaner. Leute, ein Witz aufgrund von Patrets herkommt. Genau, danke dafür für den kleinen Schlaganfall an der Stelle. Ein Witz aufgrund von Patrets Herkunft. Richtig, richtig witzig. Da frage ich mich auch an der Stelle, ist Patret jetzt in Fortnite gebannt oder nicht? Keine Ahnung. Es juckt mich auch überhaupt nicht. Wir machen direkt weiter. Danke dafür, lieber Patret. Wir sind auf jeden Fall keine Freunde mehr. Ist eigentlich bei Urlauben auf dem Mond all-inclusive oder all-inklusive? Ja, Leute, da auf jeden Fall ein ganz lustiger Wortwitz. Für diejenigen, die das nicht verstehen, die können sich direkt aus meinen Kommentaren verpissen. Für die anderen, die es verstehen, großen Applaus an euch. Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, in die Kuh von über 50%... Wer macht die Tür gerade auf? Tür zu. Tür zu. Nee, mach die Tür zu. Ich nehme gerade auf. Nein, ich nehme gerade auf. Du kannst jetzt hier nicht einfach reinkommen. Wieso hast du einen Regenmantel? Das ist so unangenehm. Bitte geh raus. Bitte geh raus. Fährst du gleich nach Hause? Nee, ich fahre nicht nach Hause. Nee. Ja, so viel dazu an... Absolut nicht. Richtig, richtig toll, Leute. Das zieht man in den Keller und denkt, man hat seine Ruhe. Nee, es kommen einfach noch mehr Leute hier in den Raum rein. Richtig, richtig klasse auf jeden Fall. Toller Witz hier mit dem All-Inklusive. Kommen wir nochmal ganz kurz darauf zurück. Wenn ihr den Witz verstanden habt, habt ihr auf jeden Fall mehr als 50 IQ-Punkte und könnt euch auf jeden Fall einen Ast abfreuen. Ja, ich weiß nicht genau, Thomas, warum du sowas hier ins Video reinpackst. Keine Ahnung. Dieser Witz, dass Thomas der heimliche Star des Kanals ist, ist auch irgendwann, sag ich mal, ausgelutscht. Lassen wir das einfach direkt sein und ja, machen wir einfach weiter. Mein Fahrrad wurde geklaut. Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Sebastian, ratlos. Erstmal wird ratlos mit T und nicht mit D geschrieben. Das heißt, der Witz macht an der Stelle gar keinen Sinn. Wenn man ihn aufschreibt, wenn man ihn sagt, ist das was anderes. Meine Stimme verschwindet gerade schon wieder, weil ich mich wieder so sehr aufrege. Leute, Grüße genauso an Revi-Meme. Absoluter Lachfleisch hier an der Stelle von mir gewesen. Nachricht an den Typen, der meine Daunenjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen. Mann. Ist das stumpf? Ja, Grüße gehen raus an den Kerl, der meine Downjacke geklaut hat. Ich hoffe mal, die hat meine 40.000 Euro Stone Island X Supreme X Louis Vuitton Jacke gefallen. Zieh dich warm an, Dennis ist Winterkollege. Richtig, richtig witzig auf jeden Fall. Revis Queen, ich muss da tatsächlich kurz lachen. Da gibt es auf jeden Fall 3 gute Nudelpunkte an der Stelle für dich. Die kannst du dir dann an Weihnachten direkt hinten bei dir im Garten in der Ecke abholen. Da stehe ich dann. Dein Gesicht ist wie ein Lexikon. Man möchte einfach immer wieder nachschlagen. Ja, Leute, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich meine, wenn man sich diese Scheißfresse mal anschaut hier an der Stelle, da kann ich auch einfach nicht mehr zu sagen, Leute. Grüße gehen hier nicht raus an der Wife, sondern tatsächlich an seine Eltern, wo ich mich immer noch frage, warum habt ihr dieses Kind nicht zur Adoption freigegeben oder nachträglich halt? Sprechen wir es einfach nicht aus, aber ich glaube, wir denken alle das Gleiche, ne? Ja, danke dafür, Thomas, dass du nochmal hier ein Bild von der Wife mit reingepackt hast. Ist auch ziemlich wertvoll auf jeden Fall. Da freut sich auf jeden Fall klein und groß drüber. Ich will einfach am liebsten auf eine Insel ziehen, den ganzen Tag in Ruhe Games spielen und nie wieder ein Video auf YouTube hochladen. So deprimiert bin ich momentan, Leute. Es tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich ihr Vibes Gesicht sehe, geht es bei mir absolut bergab. Wollte einen Witz über die Deutsche Bahn machen. Ach, kam nur nicht an. Lustig, weil die Deutsche Bahn, man kennt ja die Deutsche Bahn, die kommt ja nicht an. Weil es ist ja nicht so, als wären Schienen von A nach B gelegt, während die Deutsche Bahn fährt zwischendrin in diesen Schienen rum. Nee, es ist genau der Witz, die Deutsche Bahn kommt ja nie an, weil die fährt ja gar nicht erst, ne? Revis Lizard, wenn man nicht weiß, wie ein Wort geschrieben wird, jede Möglichkeit ausprobiert und was am schönsten aussieht, dann nimmt. Gut, da frage ich mich jetzt an der Stelle, warum beim schönsten aussieht, dann nimmt, warum da gerade das Bild von Luca ist und nicht von mir. Keine Ahnung, ich meine, wer das schön findet, da muss ich mich auf jeden Fall auch fragen, geht's dir gut an der Stelle? Aber ja, ich kenne das tatsächlich zu gut in der Klausur. Man sitzt einfach da und gerade bei englischen Fachwörtern denkt man sich dann, okay, ich schreibe jetzt einfach irgendwas auf und auch wenn jetzt 3 Y hintereinander drin sind, ja, das wird schon passen. Man kennt's, Leute, man kennt's. Du bist noch feucht, du kommst zurück auf den Ständer, Sebastian25 beim Wäscheaufhängen. Du bist noch
auch feucht, du kommst zurück auf den Ständer, Sebastian. Erstmal, Grüße gehen nicht raus an Thomas, dass er es geschafft hat, diese komischen Bilder von mir zu etablieren und es irgendwie zu einem Trend gemacht hat, mein Gesicht komplett zu verzerren. Danke dafür. Ja, hier auch der Wortwitz mit dem Ständer und allem drum und drum. Absolut nötig, absolut witzig und ich komme fast gar nicht mehr aus dem Lachfleisch raus. Kann es sein, dass ich einfach in diesen Videos wirke wie der unsympathischste Mensch der Welt? Falls ja, dann Grüße gehen raus an euch alle. Es tut mir wirklich leid, ich kann nicht anders als unser kastlicher Wichser zu sein. Ja, Revi-Meme, das ist ein sehr gutes Meme. Da gibt es 10 von 12 gute Nudelsternen. Wie gesagt, nach Weihnachten in deinem Garten hinten links in der Ecke, da stehe ich dann und überreiche die. Revis-Merch, mein Geld. Ja, ganz genauso ist es, meine Freunde. Kauft auf jeden Fall jetzt mein Merch. www.revistore.de. Es ist gerade Black Friday. Also eigentlich, ich bin, Leute, also wie gesagt, geht hin, kauft mein Merch. Super, sind wir damit auch schon fertig und wie ihr vielleicht noch mitbekommen habt, findet morgen dieser 12-Stunden-Stream ab. Ihr habt ja eben sicherlich die ganzen Einblendungen gesehen, die Thomas hier hoffentlich fachmännisch rein editiert hat. Schaut morgen einfach vorbei. Es wird auf jeden Fall absolut langweilig. Warum schaut der Hund so traurig? Das ist ein Melancholie. Wisst ihr, man arbeitet wirklich lange auf diesen Moment hin, dass man hier sitzen darf in so einem richtig schönen Studioraum und man denkt sich, damn, ich hab's zu etwas gebracht. Ich schaffe es irgendwie in der Gesellschaft, Unterhaltungskontent zu etablieren. Ich schaffe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Ja, und dann kommt sowas und ich frage mich, warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe und wieso ich nicht schon längst damit aufgehört habe und ich einfach hinter, keine Ahnung, im Rewe an der Fleischtheke arbeite. Absolut lustig, ein Melancholie. Ja, das tut auf jeden Fall weh. Ja, auch nochmal Grüße hier an Thomas, der es wieder mal geschafft hat, erstmal nicht seine Notifications hier oben zu clearen. Thomas, ich glaube, du hast da ein paar Sachen, du hast hier 2 E-Mails, eine Sache von, keine Ahnung, ich denke mal YouPorn, dann hier ist noch eine E-Mail, dann hier ist noch Reddit und YouTube, also geh auf jeden Fall mal deine Notifications durch. Dann solltest du vielleicht dein Handy laden, mein Freund, mit 21% ist das nicht ganz so clever. Und geh unbedingt hin, Thomas, und mach diese scheiß Lautlos-Modus aus, denn jedes Mal, wenn ich dich anrufe, gehst du nicht an dein Handy dran, du Hund! Und du erzählst mir, du bist gerade krank zu Hause. Du hast bestimmt den ganzen Tag am Handy gehangen und nicht gearbeitet. Mir reicht's. Na gut, 3 von 4 Leuten haben Probleme mit Mathe. 4 von 3 Leuten haben Probleme. Der Witz ist nicht angekommen bei mir. Es ist absolut lustig. Auch wieder hier. Grüße gehen raus an dieses Bild. Ich würde einfach richtig gerne so aussehen. Das wäre mein absoluter Traum. Ja, an der Stelle auch nochmal, wie gesagt, Thomas, du hast scheinbar nicht nur Probleme mit Mathe zu haben, sondern auch mit den einfachsten EDV-Aufgaben. Vielleicht wäre es angebracht, dass du einfach hingehst und die Sachen vernünftig rauscroppst dann in dem Video. Keine Ahnung, ob er das on purpose macht, ob das ein Running Gag ist. Oh, mein Greenscreen guckt hier hinten hoch. Super, das sieht auch schon viel besser aus. Warum rollst du mit den Augen? Sorry Thomas, aber von Revi gibt es solche Bilder nicht. Ach ja, stimmt, du suchst dein Gehirn. Ja, Leute, genau, das ist an der Stelle vollkommen richtig. Thomas hat schon mehrfach versucht, sein Gehirn zu finden. Es ist bis dato leider noch nicht aufgetaucht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Hinweise darauf habt, wo sich Thomas' Gehirn befindet, bitte schreibt es echt in die Kommentare, es würde mich wirklich freuen. Thomas, ich suche auch noch vergebens nach deinem Gehirn und ich glaube, wir suchen alle tatkräftig mit. Es ist langsam an der Zeit, wirklich. Ja, hier haben wir noch irgendein Bild von mir, was einfach verzerrt worden ist. Keine Ahnung, das scheint irgendwie lustig zu sein in Thomas' Kopf. Finde ich persönlich nicht witzig, ich finde es nur absolut abstoßend und lächerlich. Grüße gehen raus an dich, Thomas. Ist wirklich sehr witzig und sehr lustig. Ich lache momentan sehr viel über solche Bilder, ja. Was ist lauter als ein heulender Wolf? 2 heulende Wölfe. Oh Mann, halt doch einfach den Mund, Alter. Schreib doch nicht so einen Kack. Dann poste doch lieber einfach gar nichts, als wenn du sowas machst. Was ist lauter als ein LKW? 14 LKWs. Wo ist der Purpose? Wo ist der Sinn dahinter? Das ist doch einfach nur belastend, Mann. Dieser tolle Moment, wenn du morgens neben deinem Schatz aufwachst, Sebastian 25 Pirat. Oh, fuck, Alter, Mann. Ja, da hätte man sicherlich auch ein passendes Bild von mir suchen können, wo ich ein Piratenkostüm habe. Stattdessen hat man sich hier einfach gemacht und einfach einen Witz aus dem Internet kopiert mit einer besonders schönen Kappe vor mir. Ja, Leute, das stimmt. Ich wache jeden Morgen neben meinem Schatz auf und zwar neben meiner... Ich sag einfach gar nichts. Machen wir weiter. Hier noch ein Bild von mir, was verzerrt worden ist. Ich finde es einfach nur noch absolut belastend, wirklich. Gut, Leute, wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich hoffe mal nicht, dass dieses Video über 10 Minuten kommt. Wobei, ich hoffe schon, dass das Video über 10 Minuten kommt. Denn, meine Freunde, wie ihr vielleicht wisst, es ist momentan Dezember, beziehungsweise November. Und ja, da läuft das gehässte Geld bei uns YouTubern. Dementsprechend schaut auf jeden Fall auf meinem Merch-Link vorbei. Wir sehen uns dann morgen ab 18 Uhr beim Livestream, meine Freunde. 12 Stunden wird auf jeden Fall wieder durchgegrindet. Wir spielen ein bisschen Minecraft, ein bisschen mit meinen Gefühlen und ein bisschen mit den Gefühlen von der WiFAD. Wenn ihr das sehen wollt, schaltet auf jeden Fall www.twitch.tv/revinzeit. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, momentan Black Friday Sale on meinem Merch-Store, meine Freunde. Es ist nicht mehr viel da. Also gönnt euch auf jeden Fall jetzt nochmal rein. Macht eure Eltern zu Weihnachten richtig unglücklich und kauft euch eine Mütze oder sowas von denen. Ich habe gar keine Mützen. Keine Ahnung. Geht einfach da unten hin und kauft bitte was. Dankeschön. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Thomas, du bist entlassen. Auf Wiedersehen. Ciao. Morgen ab 14 Uhr 12 Stunden Livestream. Geladene Action und viel Spaß und Real Talk von Patrick über seinen gefakten Bann bei Fortnite. Schaltet ein. Morgen ab 14 Uhr.